So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, ja, Supermarkt Simulator. Und ja, ich konnte es jetzt nicht einfach mehr abwarten, hier weiterzuspielen. Ich habe hier so eine kleine Sucht entwickelt. Das ist jetzt die zweite Aufnahmesession und ich habe fast eine Woche nicht gespielt und ich merke schon direkt, ich habe schon eine Einkaufsliste gebracht. Okay, dann kaufe ich die erstmal ein und räume erstmal alles ein. Und hab direkt gemerkt, wie ich gefesselt von diesem Spiel bin. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich wollte ich das nur anzocken, aber jetzt bin ich irgendwie dran hängen geblieben. Da habe ich gedacht, okay, da ich jetzt keine weiteren Spielstände machen kann, so für mich privat, und sondern nur diesen einen, habe ich mir gedacht, ja, dann nehme ich weiter auf. Mir egal, dann ist das nun mal so. Dann gibt's halt ein kleines Let's Play hier bei mir auf meinem Kanal. Umgeplant. Hier nicht das Mehl. Da war das. Anscheinend habe ich ein bisschen was hier gehabt. So ein bisschen Regale füllen, dann müsste es eigentlich wieder für den Tag reichen, ne? Die haben mich gut leer gekauft, glaube ich, ne? Zumindest habe ich das so ein Gefühl, dass die mich gut leer gekauft haben. Käse. So, hier machen, wenn sie es komplett leer gekauft haben. Damit. So. Noch mehr Nudeln. Ab ins Lager damit. Zumachen. Zumachen. Schließen. See. Noch Toastbrot, ne? Hab ich schon. Gut. Erdnussbutter. Mehr Erdnussbutter. Dann kommt gleich der Rest wieder zurück ins Lager. Da Susu Zucker. So, dann Schoki. Puh, der kann das noch ins Lager. Ganz einfach. Was haben wir hier? Käse. Käse können wir nur ein bisschen mehr kaufen, ne? Käse können wir nur ein bisschen mehr kaufen. Mehl können wir ein bisschen mehr kaufen. Wasser ist gestiegen. Heißt, muss ich gleich mal gucken. Mal Eier. Milch und Käse. Ladenriegel weiß ich jetzt auch nicht, ne? So, erstmal kaufen. Dann gucken wir gleich hier erstmal so rum, was die Phase ist. Diese, machen wir hier mal ein ganzes Fach voll. So, das kann weg. Dann haben wir da ein ganzes Fach mit Käse. Dann haben wir da Wasser ganz unten. Dann haben wir da Milch, da Eier. Passt doch. Gut. Dann haben wir da oben überall Eier. Bio-Eier. Was können wir uns kaufen? Glaube ich, erstmal öffnen, glaube ich, ne? So, dann können wir erstmal öffnen und den laufenden Betrieb können wir hier immer noch was machen. Wir können zum Beispiel noch mehr Kuchen reinstellen, jede Menge. Oder auch mehr Regale stellen.
zahlen wir erstmal die Tagesrechnung. So, Verwaltung, Rechnung, Produktlizenz. Milch 6er-Pack. Okay, aber die ist erstmal eine Rechnung bezahlen. Kommen keine Kunden. Salz ist noch ein bisschen was da. Könnte ich aber auf die Liste packen. So, Salz. Müsli können wir einmal drauf packen. Kuchen können wir einmal drauf packen. Nudeln können wir einmal drauf packen. Salz, Reis, schwarzer Tee, Kaffee, Wasser, Wasserpreis, ne? Öl und... Oh, nee. Mal alles schon mal kaufen. Gut. Wasserpreis ist ja gestiegen, ne? Zack. Passt. Passt. Sami-Reis, ja, dann kann ich erstmal wieder einpacken, ja? Der gute Kuchen. So, kann dann auch wieder weg. Kaffee. Das passte. Wasser. Geben wir da noch Wasser rein. Wegen Käse haben wir ja genug. Oil. Oil. So, dann haben wir hier ja ein bisschen was da. So, die werden ja auch gekauft. Weg damit. Normale Mehl. Bei Regale sind viel zu wenig. Ganz ehrlich. Gut, da sind jetzt mehrere Pakete Mehl jetzt. Die Spray Yeti. Bonbons werden gekauft. Guck mal, einen Spaghetti, den ist der Karton leer. Kassen sind zu voll. Kassen sind zu voll. Mein Gott, dann lagere ich Spaghetti ein, mir egal. Nur einer ist. So, leer. Tee. Kommt keiner mit Tee? So, dann haben wir da Tee. Dann haben wir da den Kuchen. Süßigkeiten brauchen wir noch, ne? Süßigkeiten. Diese Bonbons. Kaufen. 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 Was haben wir hier? Wir haben hier mal... Nee, das geben wir jetzt. Bonbons. Eier. Gut, Eier war auf jeden Fall eine gute Idee. Noch mehr Eier. Ist gut gefüllt jetzt, ja. Schokolade. Geht anscheinend gerade ganz gut.
gut, kann weg. Ab ins Lager damit. Noch mehr Bonbons. Reis sehe ich gerade. Preis ist Reis. So Nudeln, wenn wir haben. Und... Lieben, wir können ja auch mal Lichter machen, ne? Nudeln. Passt das eigentlich schon fast? Wir müssen, glaube ich, gleich noch eine Erweiterung holen, glaube ich, oder? Wir haben ja ein bisschen was, haben wir ja im Lager. Noch Öl. Der eine Reis, also muss ich schon wechseln. Jetzt guck mal, Spaghetti wird ja auch gekauft. Komm, wir holen uns mal eine Ladenerweiterung. Abschnitt 3. Holy. Okay. Ja. Ja. Ich fühle eine Kühlecke. Kühlecke hier. Ja, da haben wir wieder Platz hier. Mehr Regale, oder? Ist doch nice, oder nicht? Bisschen dunkel hier in der Ecke, ne? Marc, wir brauchen nur eine Lampe. Öl auf jeden Fall. Nudeln hatte ich gesehen. Das fehlt. Olivenöl. Olivenöl da. Gut. Tag beendet. Perfekt. Würde ich jetzt erstmal den Markt ein bisschen auffüllen hier. Bevor ich hier irgendwie was mache. Jetzt mit den ganzen Sachen, die ich hier sowieso alle habe. Karton leer. Perfekt. Schuki-Piek, Schuki-Piek. Susu? Passt eigentlich, hätte ich nicht auffüllen müssen. Und die Keks, der Kuchen, der ist doch bestimmt... Nee, der ist nicht bestimmt voll. Der ist gar nicht voll. Tee. Ein Tee, ne? Den kriegen wir doch hier unter. Perfekt. Können wir jetzt mit den restlichen Scheiß kaufen, den wir hier haben. Kaufen. Perfekt. Hm.
So. Das Öl. Können wir jetzt schon öffnen. Kann ich ja währenddessen machen. Den Laden auffüllen. Das Geld muss ja reinkommen. Nudeln. Tüten. Ist ja voll das Regal. Warum hole ich das? Das ist Quatsch. So, was haben wir denn hier noch? Der Reis. Der Reis ist nice. Irgendwas war doch Preiserhöhung. Da muss ich echt nochmal nachgucken, bevor da irgendwas zu billig verkauft wird. Preisänderung. Öl. Ja, das passt. Können Sie mal kaufen. So, passt. Ja, Licht schon mal anmachen. Die Tagesrechnung schon mal begleichen. Okay, die Rechnungen werden teurer. Okay, die Kasse steht jetzt hier. Schreibtisch, den nehme ich jetzt mal mit hier hinten hin. Dann nehme ich mir einen Weg und dann könnte ich nämlich hier. Dann komm entspannt. Kasse kann da in die Ecke. Dann habe ich hier Ladenfläche. Ist doch schön. Dann habe ich hier Ladenfläche. Sieht das sonst eigentlich alles noch gefüllt aus? Dann kann ich ja mal eben ein bisschen durch die Stadt gehen und gucken. Oder auch nicht. Die Sachen, die ich hier im Lager habe, bitte wegräumen. Zum Beispiel diese drei Mehl, die sind bestimmt doch diese Lager leer kriegen. Nudeln. Oh, geil. Auch leer. Perfekt. Auch leer. Öl. Auch leer. Der Susu ist bestimmt auch schon. Ja, geht doch. Der Weiß. Der Weiß, nice. Auch leer. Die Schokolade. Die Bonbons. Bombeck. Das ist voll. So, Kuchen. Perfekt. Na, was verkaufst du denn so schön das hier? Kostet nur $2. Das überhaupt noch? Ja, das passt noch.
So, was haben wir da? Joghurt ist auch noch einiges da. Rote Mehl, haben wir da irgendwas? Das ist jetzt nur Pasta, ne? Ja. Was haben wir hier? Bonbons, Schoko. Hier ein Karton. Cookie-Pick. Kaffee geht aus. Kaffee, Spaghetti, Nougat, also Erdnussbrühe und rotes Mehl. Max. Rotes Mehl, Erdnussbutter, Spaghetti, Kaffee. Kauf. Perfekt. So, dann ist das weg. Kaffee. Noch mehr Kaffee. Lager ist dunkel, ne? Erdnussbutter. Das rote Mehl. War direkt schon leer, wa? Nougat-Creme. Das heißt Nougat-Creme. Das ist hier. Einfach nur geklatscht. Toast. Toast auf jeden Fall. Zwei Pakete. Reis auf jeden Fall. Und Käse zwei. Käse zwei. Ja, und was noch? Tee. Wo ist es ausverkauft? Das weiß ich. Alles klar, Salz kann ich ein bisschen teurer machen. Milch und Wasser. Milch und Wasser und haben wir Eier. Eier. Und Joghurt einmal. Perfekt. Würde ich mal sagen, warten wir mal, bis die Schlange weg ist und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.